tun, meine Lieben. Heute machen wir was Vietnamesisches. Und zwar Un Cha. Das ist so eine Vermicelli-Nudelsuppe mit Gemüse und Fleischbällchen. Meine Fleischbällchen sind natürlich vegan. Also nehmen wir ein veganes Hack her. Da haben wir jetzt so 200 Gramm. Das ist, glaube ich, ein Next Level, oder? Ich glaube ja. Aber ich weiß ja nicht, ob es dieselben Marken bei euch gibt. Also einfach. Ja, aber da gibt es genug. Bei euch gibt es da sowieso mehr. So, dann habe ich da noch 2 Esslöffel Kokosraspeln. Ein bisschen an geriebenen Ingwer. Dann an Kokosblütenzucker in ein bisschen Wasser aufgelöst. Dann habe ich Semmelbrösel. Schauen wir jetzt gleich mal. Und dann habe ich noch 2 Esslöffel Maismehl, also Maisstärke. Ist das auch so, oder nicht? Das stelle ich so lustig zwischen die Finger. Und das Ganze würzen wir dann noch ein bisschen mit einer Sriracha-Soße oder mit irgendeiner Chili-Soße. Ihr könnt ein bisschen eine Ketchup- oder eine Barbecue-Soße nehmen, wenn ihr sagt, ihr wollt keine scharfe Soße. Oder ihr tut noch ein bisschen Pfeffer rein. Dann habe ich da eine dicke Sojasauce mit einem leicht süßlichen Touch. Dann habe ich da eine helle Sojasauce mit Pilzgeschmack. Im Original nimmt man da eine Fischsoße her. Dann wird das Ganze noch mit Zitronenblättern und Limettengras gewürzt. Ich habe das als Pulver, dass es sich eben im Hackfleisch besser verteilen lässt. Das kriegt ihr auch im Asia-Shop als Pulver und sonst könnt ihr es auch im Mörser pulverisieren, wenn ihr Zitronengras und Limettenblätter einfach trocknet und dann im Mörser oder in einer Gewürzmühle pulverisiert. Dann habe ich da noch so ein bisschen Asia-Gewürz. Es ist wieder mit Chili, mit Knoblauch, Ingwer, ebenso so. Einfach, wenn es zum Asiaten geht und irgendeine so eine Gewürzmischung kauft. Das ist jetzt, glaube ich, eine Lab-Gewürzmischung oder eine Wunsen-Gewürzmischung. Ich mag die aber recht gern, weil die eben so den asiatischen Flavor hat. So, ich glaube, die Masse passt jetzt schon. So. Sollen wir es ein bisschen rosten lassen und ich mache dabei Suppe, oder? Ja, kann man kurz. Ja, dann gehen wir aber zuerst Hände waschen. So, jetzt war ich schnell Hände waschen. Die Masse darf jetzt ein bisschen anziehen, dass es dann ein bisschen fester wird. In der Zwischenzeit machen wir unser Süppchen. Da
habe ich da eine Tasse mit Five Spices Suppenpulver angehört. Da kommt dann ordentlich Essig rein. Und Limettensaft. Dann auch wieder ein bisschen Sojasauce. Da nehme ich jetzt nur die helle her. Dann haben wir da eine getrocknete Chilischote. Ihr könnt es auch frische nehmen. Und dann tun wir noch ein bisschen an Lauch. Dann habe ich einen Stangensellerie. Und Karotten. Da habe ich dann noch ein bisschen Selleriegrün, aber das kommt einfach auf die Suppe dann drauf. Und da die Suppe muss gar nicht lang kochen, weil es geht da nicht darum, dass das Gemüse wirklich gekocht ist, sondern es ist so eh noch einen relativ einen knackigen Touch haben. In der Zwischenzeit haben wir da unsere Vermicelli-Nudeln. Die haben wir einfach in heißem Wasser, ich glaube 2 Minuten. Mhm. Die kommen dann gleich einmal da. So in den Suppentopf rein, also in unsere Suppenschüssel. Ich habe es vergessen, nein. Und während das da kocht, habe ich schon mal die Bällchen formen. Die könnt ihr von der Größe her formen, so wie es wollt. Ob sie im Bällchen sind oder im Vietnam sind es mehr so wie ganz kleine Mini-Fleischlaverl. Und die werden dann meistens an der Straßenküche über so ganz kleine Holzkohlegrills gebrutzelt. Ja, ich glaube, ich melde mich dann, sobald ich mit meinen Schritten wieder fertig bin. So, meine kleinen Bällchen habe ich jetzt abgetragen. Die Suppe ist auch dabei fertig. Die stellen wir jetzt ganz kurz auf Zeiten. Bevor wir es dann eingießen, darf man es einmal noch ordentlich erhitzen. Dann haben wir da eine Pfanne. Da nehmen wir Pflanzenöl. Da kann man ordentlich Pflanzenöl nehmen. Die sollen so ein bisschen ein Mischdings zwischen Braten und Frittieren, wenn man es nicht auf dem Holzkohlegrill macht. Ihr könnt es aber auch auf den Grill hauen, eben gerade jetzt, wie es dann die Sommersaison bei euch kommt, irgendwann. Ja, uns ist ja das ganze Jahr, aber wir haben trotzdem jetzt den Griller nicht extra angeheizt. Wir haben nur so einen großen Gasgriller. Aber so einen kleinen kann man uns eh einmal zulegen. So habe ich eh schon lange gesagt. Und normal kommt halt auf die Suppen dann ein Koriander drauf. Aber wir haben nur mehr das Selleriegrün daheim gehabt. Also ihr könnt es dann von die Kräuter her wieder ganz nach eigenem Geschmack. Es passt ein Basilikum genauso wie eine Petersilie. Ihr könnt auch noch andere grüne, so ein bisschen ein Pak Choi oder Kohlblätter rein tun oder Morning Glory, ein Wasserspinat, ein Babyblattspinat. Ich brate jetzt da einfach die Leibchen an und melde mich dann bei euch wieder, wenn meine Leibchen fertig gebrutzelt sind. Ciao dabei! So, meine Hasen,
die sind jetzt schön dunkel. So gehört's. Dann geben wir da gleich 2, 3, 4, 5, je nachdem wie viel das wird, auf die Nudeln drauf. Die Suppe heizen wir dabei noch einmal ordentlich an. Wie gesagt, bei dem Gericht ist es nicht wichtig, dass viel Suppe drauf ist. Die Suppe soll gerade nur alles ein bisschen bedecken. Und ebenso mehr wie eine Sauce sein oder wie ein kleiner Flavor, wie ein Dippi. Aber eben in die Straßenküchen, da kocht ja die Suppe stundenlang vor sich hin. Und die ist dann eben wirklich richtig heiß. Und hat auch total viel Energie. Und wir denken sie oft, es ist gigantisch, dass die Suppe nicht kalt wird. Da sitzen wir oft, ich glaube, 20 Minuten, gell? Ja. Und die Suppe ist immer noch brühheiß. Natürlich auch scharf. Aber so soll es ja auch sein. So, also einen Schöpfer gebe ich da von der Suppe drauf. Dann eben so schauen, dass auch vom Gemüse drauf ist. So. Dann noch schön Kreuzeig. Man kann da jetzt noch ein bisschen an Sesam drüber geben oder geröstete Erdnüsse. Aber das ist dann optional. So, wünsche ich wieder Mahlzeit, viel Spaß beim Nachkochen, gutes Gelingen und hoffentlich ist Fernweh ein bisschen besser, wenn ihr ein bisschen Asia-Food habt. So glaube ich, Asia-Food ist Soul-Food. Für dich, ciao!